Warum hat jeder Cheater einen kleinen Schniedel? Is it okay to touch my P? Willkommen zum dritten Teil des großen Cheater-Experiments. Wir haben keinen Rang, wir haben keinen Prime, wir sind Steam Level 0 und haben nur Counter-Strike auf diesem Steam-Account. Werden wir kaputt gecheatet oder nicht? Das ist das dritte Matchmaking jetzt, das wir spielen. Im ersten haben Gegner wie auch Mates gehackt, im zweiten hat niemand gehackt. Das war schon echt heftig. Mal gucken, wie es im dritten läuft. Es freut mich sehr, dass euch diese Videoreihe so gut gefällt, dass es so gut ankam. Und mal schauen, wie wir jetzt halt hier in Runde 3 so abschneiden werden, ne? Hello, Team. Yes. GLF, don't hack. Oh, oh. Dann gucken wir direkt mal, was die Jungs so machen. Hier ist City. Oh mein Gott, reden die. Monsieur, im Moment ist noch nichts Verdächtiges. Wir haben keine Spinner oder ähnliches am Start. Ich hoffe, das bleibt so. Und diesmal lasse ich hier nicht reinlacken da auf B und schieb einfach weg, dass er mir den Rücken ballern kann, der Pisser. Tunnels one. Alle kommen sie hierher. A is open, guys. A is open, what are you doing? T down. Die chillen hier echt einfach alle vor B, ne? Die Gegner. Die warten einfach. Lade! Ja, aktuell ist echt. Alles cool. Beim ersten Experimenttag hatten wir direkt einen Spinbotter im Gegnerteam und danach kurz darauf auch einen Spinbotter bei uns im Team. Also das war sofort zu Anfang zu sehen, was da abgeht. Ich behalte die Jungs mal ganz kurz im Auge und guck. Wir laufen alle normal. Also Spinbot ist zumindest nichts am Start. Logischerweise kann ich jetzt nicht zwingend, vor allem nicht aus meiner Perspektive sehen, ob da jemand Warlock oder sonst was anhat. Das weiß ich jetzt hier nicht. Da müsste ich dann halt wiederum tot sein, um bei ihnen zuzugucken. Ich werde auch später gucken, dass ich halt gezielt sterbe und bei ihnen drauf gucke, rechtzeitig. Also, dass ich halt als erster sterbe und mal durchschalte, wie sie so spielen. Aber das, was ich gesehen habe bis jetzt, war ziemlich low. Also, normal. Es hat sich übrigens bestätigt, also man spielt bei einem Einrankungsspiel nicht nur mit Leuten, die auch gerade eingerankt werden, sondern man wird einfach in irgendwelche Spiele reingeschoben, die vom Rank her ungefähr zu einem passen. Und wenn man gewinnt, dann wird man noch weiter hochgeschoben und dann pendelt einem das Spiel halt bei einem Rank ein. Ich denke, mittlerweile sollten wir bei Gold 4 oder ähnliches stehen. Da ist die Bombe drin. Oh mein Gott. Bomb down. Tunnels. Nice. Okay, ja. Also er ist auch am Kommunizieren, der eine. Auch mit Nice und sowas. Also er lobt auch, ne? Einige haben noch geschrieben, dass es das Counter-Strike sehr wohl merken würde oder das System merken würde, dass ich hier praktisch einen Smurf oder halt einen Mehrfach-Account nutze und ich es auch irgendwie negativ spüren sollte, also in Form von hackenden Gegnern oder also schlechtem Trust halt kurzum, ne? Ich bin gespannt, ob es sich und dann wie es sich eben auswirken wird. So, der geht einfach durch, one is car, with bomb, on B. Aber jetzt kann ich hier mal zugucken, also das ist chill. Der hier war bekannt, der Gegner, ja, da hat er ganz gut reingedümpelt. Oh, der ist zu K. Mal gucken, was Grün jetzt macht. Er weiß, wo er steht. Der letzte. Uff. Okay, da hat er genascht. Oh, es sind sogar noch zwei. Moment, es sind noch zwei. Ich glaube, einer ist onside gesteppt eben. Ah, pass auf, links. Die Tür ist doch jetzt so, dass sie dich sehen. Was machst du? Vorsicht. Oder will er die AWPs helfen? Ja, da. Man hat sogar seinen Kopf gesehen. Da ist er doch. Nice, Alter. Aber es ist noch einer. Wo ist denn der? Ist der AFK oder was? Der ist AFK! Von den Feinden her spürt man auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, dass sie was wüssten, dass sie krass durch die Wände ballern, sowieso nicht, oder dass sie halt ein krasses oder übermäßig krasses Aim haben, ist auch nicht der Fall. Aber die Auszeit ist jetzt ja da, also da könnte man natürlich, wenn man einen ganz kleinen Schniedel und ein ganz kleines Hirn hat, etwas anschalten. Das kann passieren. Another one in Tunnels. Okay, Road to Global heißt der. Es ist ein Smurf, steht sogar im Namen, also es kann sein, dass der halt richtig gut ist. Und vielleicht ein Supreme ist oder sowas. He's on side. Nice. Ey, der ist echt. Der ist echt AFK, dem hier anderer. Der ist AFK, der Zen. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, aber uns geht's hier jetzt ja eher um die Cheater. Also von daher, was soll's. Wir wissen ja alle, dass die Qualität der Spiele. Wow, 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 wow. Why kick? What the fuck? Ich weiß nicht, warum sie ihn jetzt kicken wollen. Oh mein Gott, null Kills. Ich habe vor Azuka gerade jeglichen Respekt verloren. Richtiger Spaß hier, Alter. Also gut, ich meine, sofern man überhaupt von Respekt sprechen kann. Shot down. On T-Spawn. Alles klar, ja. Der dreht sich. Die haben einen Dreher bei sich drin. Wer weiß warum. Vielleicht haben die bei sich einen Hacker drin. Er hat das entdeckt und dreht sich. Oder hat einfach keinen Bock und will abfacken. Oder ist kacken gegangen. Aber das erschüttert mich gerade ein bisschen. Man hört ja immer wieder davon, dass es wirklich komplett Hirnlose gibt, die wirklich Leute kicken möchten, weil sie nicht gut spielen. Oder weil sie jetzt auf 0 Kills stehen. Überlegt mal in Runde 6.
komplett unaussagekräftig. Wenn die Gegner halt nie bei ihm kamen, was soll's, ne? Und jetzt sehe ich's halt und erlebe es am eigenen Leib. Das ist schon heftig. Aber ich werde ihm gut zusprechen, wenn da nochmal was sein soll. Ich lasse auch den Kick natürlich nicht zu. Shit, ich habe ihn nicht gesehen. Komm, blau, 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 hol ihn. Oh, schade. Da haben wir ein bisschen versagt. Aber ich wollte mit ihm einfach was Gemeinsames machen, dass American merkt, da ist jemand, der sich um dich kümmert, Monsieur, im Team. Ja, auch wenn es in die Hose geht, egal. Spaß haben beim Spielen, nicht den Kicken beginnen. Also okay, jetzt musst du ran, ne? Die Zeit läuft. Und schon ist das Zeitfenster weg. Leider. Gut, ich denke, ich gehe jetzt aber trotzdem wieder mit IOP ran. Ja. Oder kann ich halt mit ihm nicht reinrushen? Er hat sich nicht getraut, ne? Ich wollte dann mit dir mitgehen und... Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, auch in dem Bereich ein bisschen reinzuzocken, als, ich sag mal, nicht Braindetter-Spiele, um einfach den Leuten eine etwas bessere Spielumgebung geben zu können. Als dieses, you can see the kills, I need to kick you. Das ist einfach Magni hoch 10. Orange, kriegst du den? Nice, Thanos down. Das Spiel zieht sich halt hier gerade dermaßen krass hin, weil sie nie irgendwo kommen. Weißt du, dieser Azuka sagt nichts, wo die sind. Er wird gekillt und ist einfach still. Er will dann Leute kicken und bannen, die ansagen und schreiben, was sie gemacht haben, wo sie gestorben sind und wie viele Gegner da sind. Mid ist open. Nice. Tunnels down. Two Tunnels. Nice. I can drop you American, what do you want? Okay. Also ich kann mit ziemlich hoher Bestimmtheit sagen, dass hier zumindest im Moment alles clean ist, dass hier keiner hackt. Oder sonstiges, ne? Also, die ganzen Horror-Stories mit, ich werde immer durch die Wand gekillt, die wissen immer, wo ich stehe und ach Gott, die rushen immer zu fünf da, wo wir nicht sind und so weiter, ist hier nicht vorhanden. Hier ist wirklich alles, zumindest aus der Perspektive, wie ich sie eben von hier aus sehen kann, so bodubo. Das Umrotieren ist wirklich heftig. Also, sobald irgendwo ein Gegner gesehen wird, kommt das ganze Team dahin und der andere Spot ist einfach offen. So, warum haben wir jetzt hier einen Timeout? Ist jemand gerade kacken oder was? Ich glaube, Chill wollte einen Timeout. Oh, Chill, ich hoffe, du bist wieder da. Huhu! Ach, weißt du was? Ich mach mal American Style hier, geh mit P90 close, so. Oh, das könnte sich noch zu einem dicken Loose entwickeln hier. Vielleicht ist noch einer. Oh mein Gott, das ist der Taub Orange. Der ist sogar gesprungen. Sehr schön, sehr schön. So, 1 gegen 3. Mazuka, unser Möchtegern Kackstrudel. Leider ist es vergebene Liebesmühe, jetzt hier anzusagen. Also ich hab's ein paar Mal versucht, aber es ist unmöglich, wegen den Kaufereien und sowas, dass wir mal eine Runde Econ oder sowas. Also die hören das einfach nicht. Und der eine, dieser Sasuke, er meint, er wäre halt echt voll der König und wäre voll gut. Und wenn er mal gekillt wird, dann ist es ein Hacker. Das ist auch der, der vorhin unseren Kollegen kicken wollte, ne, weil er null Kills hatte. Also er ist ein typischer Zurückgebliebener, leider. Das war doch gerade mal eine schöne Eco, oder? Also wenn jetzt hier wirklich keiner mehr anmachen sollte, haben wir das zweite Spiel in Folge, cheaterfrei, mit einem ganz frischen Account und hatten dann bis jetzt erst eins von dreien verhackt. Das wäre echt eine krasse Bilanz. Also ich war ja schon beim letzten Mal so extrem positiv überrascht, als wir da keine Hacker hatten. Leute, könnt ihr den Bot nicht vielleicht einfach zurückhalten? Der Bot rennt einfach durch. Der ist am T-Spawn, der Bot. 1B. B down. Okay. Das ist wirklich der sweeteste Mitspieler, den wir haben. Und das ist unser kleiner Anus. Extra für ihn hätte ich gerne, dass wir verlieren. Das finde ich sehr schön. Aber für American will ich den Win haben. Von daher, komm. Müssen wir durch. Müssen wir durch. One is coming long. Long is out. He's gone. Good, was the Bot. One Tunnels. Hier bei T kann ich ein bisschen besser wirken, weil ich da halt nicht irgendwo, ne, statisch rumstehen muss. Und hoffen muss, dass bei mir auch was kommt. Oh mein Gott, der Bot. I'm going to plant the bomb by day. Und er ist die ganze Zeit mit dem Gegner am Schreiben, Azuka. Tipp Nummer 1, Leute. Escape. Settings. Game. Communication. Mute Enemy Team. Yes. Immer. Immer, immer, immer. Es gibt so viele, gerade hier dieser Sasuke oder Azuka, meine ich, die so schwach in ihrer selbst sind, die so unsicher sind, dass sie halt direkt durch Worte, ne, aus der Fassung geraten und das ist ganz schlecht im Matchmaking in Counter-Strike, weil du schreibst halt dann irgendwann nur noch auf, Jungs, jetzt machen wir das Deckelchen drauf und dann ist gut. Orange, ich würde da nicht rausgehen, da ist eine IOP. Mach ruhig. Oh, nice. Warum bist du an B? Ach, guck mal hier. Azuka. Zum Ende hin wird hier einfach mal easy peasy reingejumpt. Haben wir da einen kleinen Other External Assistance? Weißt du, auf dicke Hose machen, die kannst du das Head mit dem Gegner schreiben. Ich bin so gut, ich bin so gut. Und dann reinhacken. Aha! Also Leute, wir haben einen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bunny Hops eben nicht, dass die nicht einfach so waren. Oder? Nee, nee, nee. Die waren gemacht. Der war der, der die ganze Zeit so richtig widerlich reingeschrieben hat gegen die Gegner. Wie so ein Bock und er wäre so gut und hin und her und die anderen hacken alle und bla bla bla. Und jetzt Bunny hoppt er da rum, also ich bin mir sicher, dass er auch mehr am Start hat. Ne?
Ha, you wanted this, ja. Er gibt sogar zu. Er schreibt es in den Chat. Was ein widerlicher Kerl, Alter. Oh, guck mal, jetzt gibt er sogar... Ich glaube, er hat komplett angemacht. Ja, er hat komplett angemacht. Weißt du, also ein ganz, ganz armes, kleines Kind, das einfach komplett vollgeschissen ist. Ich bin so gut in dir. Und ein anderer ist besser als ich. Da muss ich gegen hacken. Oh mein Gott, Alter. Guck ihn dir an, diesen armen Bastard. Würde mich jetzt echt nicht wundern, wenn die auch anmachen. Weil er macht... Also er hat jetzt so dreist angemacht. Hier, dieser Aimware V5 Azuka. Ja. Die fangen ja wahrscheinlich jetzt gar nicht an, sich zu drehen. So schnell kann's gehen. Du brauchst nur einen mit einem ganz verschwindend kleinen, nach innen gewachsenen Schniedel. Eigentlich gerade genug Hirn, dass er nicht ins Putzwasser trinkt. Ihr kennt den Spruch, ja? Jetzt macht's einfach nicht. Will ich nicht mehr spielen. Das macht keinen Spaß mehr. Guck ihn dir an. Guck mal. Der spinnt rein, ne? Der ist am Reinspinnen, der Hund. Das ist wirklich traurig, Leute. Das ist wirklich traurig. Und man sieht jetzt hier in dem Fall, dass es noch nicht mal jemand ist, der von Anfang an reinhackt und einfach, ne, hin und her, sondern wirklich ein kleines Kind, das auf Biegen und Brechen gut sein möchte und gegen gute Gegner spielt und dann einfach anmacht. Kein Rückgrat, kein gar nichts. Da ist nichts. Das ist als Mensch einfach eine leere Hülle. Also, na gut, leer jetzt nicht, halt gefüllt mit Scheiße, klar. Ich glaube, Zen hat jetzt auch angemacht und hackt gegen ihn rein. Die machen jetzt gerade hier Hacker vs. Hacker. Die ganze Zeit war es so schön still und dann kommen die kleinen Polo-Polo-Kids. Rapports gehen raus. Gut, aber immerhin ein Ergebnis, das wir in unserem Experiment noch nicht hatten. Cheater, die erst gegen Ende anmachen, wenn ihr Ego wirklich unter Attack steht, weil sie halt scheinbar gar nicht so gut sind, wie sie glauben und dann eben noch ordentlich nachlegen müssen, technisch, um so gut zu sein, wie sie eigentlich sein wollen. Meine Einschätzung als neuer Spieler, also ob das mich vertreiben würde und sowas, wäre, dass es jetzt nicht so schlimm ist wie im ersten, wo halt direkt von Anfang an zwei Spinbotter dabei waren, bei mir und bei den Gegnern. Aber es ist trotzdem zermürbend. Vielleicht kriegt man es nicht mit, wenn man da kein Auge drauf hat. Ich meine, ich gucke jetzt hier ja auch danach, wie die Leute spielen. Möglicherweise hat es der ein oder andere gar nicht mitbekommen, dass da jemand reingehackt hat. America bekommt von mir auf jeden Fall hier alles, was er verdient. Der Rest kann sich gerade mal in den Hintern langen. Ja, also vielleicht hat American zum Beispiel gar nicht mitbekommen, dass da Hacks im Spiel waren. Dachte sich nur, wow, was ist das und hin und her. Dann hatten wir bis jetzt an Experiment Tag 1 ein komplett verhacktes Spiel. An Experiment Tag 2 ein Spiel komplett clean. Und Experiment Tag 3 fast bis zum Ende clean und dann drehen zwei rein. Beziehungsweise, was der andere gemacht hat, der ist ganz normal gesteppt. Ich denke nicht, dass er ein Anti-Aim oder sowas noch mit dabei hatte. Also das war wohl eher so Wallhack und Aim. Ja. Mal gucken, wie Tag 4 verläuft. Ob wir wieder ein komplett cleanes Spiel haben oder ein richtig haariges oder wie es halt sonst so ist. Vom Level her bin ich jetzt auf 3. Ich müsste bis 2021, glaube ich, kommen, ne, um mir Prime so erspielen zu können. Ich werde auch Prime erspielen. Einige haben darum gebeten, ich werde es auch so machen. Wenn mir es im Matchmaking zu bunt werden sollte, dann werde ich halt einfach auch mal wieder hier ein bisschen so hier die Wargames spielen, um das Level zu erhöhen. Und bevor ich es vergesse, der Gewinner des aktuellen YouTube-Giveaways ist VPrax. Vielen Dank für deine Aktivität, Monsieur. Richtig sweet. Wir haben natürlich wieder ganz viele dabei gehabt, die unter dem Giveaway-Video geschrieben haben, jawohl, Mann, ich bin dabei. Und dann hat man sie nie wieder gesehen. Also, falls jemand von euch jetzt gerade zuguckt, ihr könnt so keine Giveaways gewinnen. Also, ihr müsst schon halt aktiv sein. Ja? Einfach mal eine Kleinigkeit schreiben oder sowas unter den Videos. Und nicht einfach nur das eine Video schauen und dann in 10 Tagen oder 14 Tagen wiederkommen und auf einen Gewinn hoffen. Also, man kann nicht gewinnen, wenn man nicht aktiv ist. Prax, schreib du bitte unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich nach deinem Trade-Link fragen. Und den schickst du mir dann, nachdem ich dich gefragt habe, auch einfach unter dieses Video, aber wieder als neuen Kommentar. Dann bekomme ich das besser angezeigt. Somit beenden wir Experiment Tag 3 mit dem Ergebnis, Hundekinder. Und sehen uns dann somit an Tag 4. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen. Haut da raus, Kommentare, pipapo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und zu guter Letzt natürlich noch ein Dankeschön an meine Patreons, Badwolf, Sir Yakuza, Danana, GeForce, Miner Swin und Seppel. Vielen Dank, haut da rein. Bye, bye.